zwei verschiedene Rätsel aufgebaut. Beide Rätsel werden jeweils fünfmal mit der Maus durchgeführt, oder fünf Durchläufe. Und sie wird immer hierher gesetzt, das ist der Start. Und muss dann versuchen, durch das Labyrinth hierher in den Bereich mit dem Papier zu gehen. A few moments later. One minute 37 seconds later. For sure.
Was sehr interessant ist, dass es keine eindeutige Lernkurve gibt. Das heißt, die Zeiten der Distanzierung wird nicht geringer, sondern es ist sehr wechselhaft. Es kann sein, dass sie zum Beispiel im ersten Rätsel war sie am Anfang nach eineinhalb Minuten im Ziel. Und seit nach 24 Sekunden, dann hat sie wieder etwas länger gebraucht. Wir vermuten, dass sie einfach sehr neugierig ist. Das heißt, sie ist auch manchmal zum Beispiel fast beim Ziel, so hier schon gewesen oder hier, und geht dann aber trotzdem noch zurück. Zum Beispiel hier, oder versucht dann zu schauen, ob sie da noch durch kann oder da. Das heißt, es geht ihr, glaube ich, nicht so wirklich dass sie ins Ziel kann, so schnell wie möglich, sondern dass sie alle möglichen Ausgänge sucht. Und sie hat auch schon oft versucht, da rüber zu klettern. Hat dann aber wahrscheinlich gesehen, dass da Plexiglas ist. Also, sie ist schon sehr aktiv und durchschaut das schon sehr schnell. Es kann sein, dass die Maus zum Beispiel einfach sehr, sehr hungrig war oder erschöpft nach den vielen Versuchen. Das heißt, sie war dann zum Beispiel langsamer, weil sie erschöpft ist oder weil sie Hunger hat. Dann kann es auch noch sein, dass sie eben keine Motivation hat. Wir haben da kein Futter ins Ziel gelegt oder irgendwas, sondern nur die Papierschnipsel. Das heißt, sie hatte keine Motivation, da wirklich hinzugehen. Sie hat nichts bekommen am Ende. Dann kann es auch noch sein, dass wir sie gestört haben, weil wir drumherum stehen. Und wenn sie uns jetzt zum Beispiel sieht, kann es sein, dass sie irritiert ist. Und genauso ist es mit dem Handy. Wenn sie das Handy sieht, oder wie Afsa gefilmt hat, dann kann es auch sein, dass es sie irritiert hat. Was auch sein kann, ist die Papierschnipsel, die ja in dem Käfig waren, sie abgelenkt haben. Das heißt, hätten wir die Papierschnipsel nicht aufgelegt, wäre wahrscheinlich vielleicht ein anderes Ergebnis rausgekommen. Ja, das war's. Okay.